Hallo, einen schönen guten Morgen. Wir sind ja schon 11 Leute. Das ist doch mal was am Donnerstag. Also, ich habe schon gelesen, die Dörte hatte eine Frage, wie kann man am besten den Wechsel von Akkorden lernen? Und schließlich gibt es so viele Akkorde, wie soll man die alle lernen? Das ist super. Als erstes stelle ich aber jetzt eine Gegenfrage an dich, und zwar, Dörte. Schreib mir doch ganz kurz, wie lange du spielst schon und welche Akkorde du schon kannst und welche du gerne können möchtest. Ja, und dann antworte ich. So, wir haben heute als Hauptthema Tabulatur und da würde ich auch gerne von euch wissen, es sind ja jetzt 12 drin, allerdings ist nur Marlies und Dörte hier im Chat. Schreibt mir bitte alle, zumindest wichtig, wer wegen dieser Tabulaturgeschichte eingeschaltet hat hier. Hallo Lothar, Lothar ist auch da. Also schreibt mir einfach wegen Tabulatur da oder sonst wie, damit ich weiß, ob dieses Thema euch angesprochen hat und damit ich das vor allen Dingen dann entweder auch ausführlich bespreche oder wenn ich weiß, ich denke, weil die meisten, die schon hier waren, die können damit gar nicht so viel anfangen, weil sie das einfach können. Ja? Oder schreibt einfach Interesse an Tabulatur, grundsätzlich oder irgendwie sowas. Hallo Erich. Dann sind wir jetzt schon im Chat 4. Lothar sagt, ich habe deswegen eingeschaltet. Das ging ja unheimlich schnell, dein Feedback, weil meistens dauert es länger. So, von Dörte warte ich auch noch auf eine Antwort. Aber die fällt vielleicht länger aus, vielleicht dauert das deshalb länger. So, also Dörte spielt ein halbes Jahr und ich möchte gerne die Akkorde G, E-Moll, E. Er will es auch lernen, ich halte von Noten mehr. Aber ich halte von Noten mehr. Das ist auch super, dieser Einwand. Dann gehe ich da auch direkt drauf ein, aber nicht natürlich hintereinander. Das mache ich bei der Tabulatur dann. Mirko, hallihallo. Morgen zusammen, ich schaue immer zu, wenn ich kann, lerne immer was Neues. Okay, das heißt, du kannst wahrscheinlich die Tabulatur auch noch nicht. Dann mache ich es auf jeden Fall von vorne. Jetzt erstmal zu Dörte. Ich habe das Gefühl, wenn du mir schreibst G, E-Moll, E. Also das würde E-Dur wahrscheinlich heißen, denke ich mir. E-M ist ja E-Moll. Das würde für mich gar keinen Sinn machen, diese Akkorde zu lernen, weil die nicht wirklich im Zusammenhang sind. E-Dur ist mit G nicht verwandt. Ja? Man lernt immer Griffe am Anfang, die einen Sinn ergeben. Ja, ich weiß auch nicht, nach welchem System du lernst. Vielleicht schreibst du das auch noch mal dabei, ob du irgendeine Schule hast oder wenn du nach meiner Schule gehen sollst, kannst du das auch schreiben. Muss aber nicht sein. Es geht nicht darum, dass ihr alle nur nach meiner Schule lernt. Freut mich zwar, wenn das jemand macht. Aber man kann auch durchaus andere Schulen nehmen. Ja? Jeder Lehrer hat so sein Konzept. Und es geht immer eigentlich nur darum, dass man ein gutes Konzept hat, was für einen passt. Nicht jedes Konzept passt für jemanden. Bei mir ist so, meine Gitarrenschule, die ist aufgebaut, dass möglichst jeder, wenn er autodidaktisch lernt, und das ist ein ganz großer Unterschied, das müsst ihr auf jeden Fall im Auge behalten. Wenn jemand mit meinem Buch alleine autodidaktisch lernt, ist das was anderes, als wenn der gleiche oder die gleiche sozusagen in dem Anfängerkurs mitmacht, weil den mache ich anders. Weil ich da sozusagen die Fäden in der Hand habe und da wird im Grunde das geübt und gelernt, was ich dann für richtig halte. Deshalb sind die meisten dann auch da. Das heißt ja nicht, dass jemand nicht was anderes lernen darf. Aber das heißt, dass alle immer wieder auch zurückkommen an die ursprüngliche Sache, wo man eigentlich arbeitet. Darüber hinaus üben wir auch Sachen, die viel weiter sind, die vielleicht erst im halben Jahr oder in einem Jahr funktionieren. Daran üben wir aber auch schon. Das würde ich für jemanden, der autodidaktisch ganz alleine übt, würde ich das nicht empfehlen. Weil
die meisten verheddern sich und können die Gewichtung nicht richtig setzen. Das heißt, die wissen gar nicht, was ist wichtig für mich, jetzt damit ich Spaß kriege. Es geht am Anfang immer nur daran, dass man irgendwas möglichst schnell kann und dass man Spaß entwickelt. Das ist das einzige Kriterium, weil dann hört man nicht auf zu üben. Ja? Und deshalb mache ich das in dem Anfängerkurs schon etwas anders, weil ich da auch sozusagen immer wieder zurückkomme und immer zusehe, dass alle auch irgendwo an diesen Basisgeschichten dranbleiben und sich da weiterentwickeln, auch wenn sie eben schon schwierigere Sachen zusätzlich machen. So, du bist 2 Wochen in einem Kurs. Okay, das ist vielleicht so ein VHS-Kurs oder sowas. Kenne ich natürlich das Konzept nicht. Ich würde dir vorschlagen, das werde ich jetzt noch mal ganz kurz hier einblenden. Augenblick. Damit du dich nicht verhedderst. So, eben gucken, ob das jetzt funktioniert. So, du bist jetzt, Augenblick noch, ich muss das eben mal anpassen hier. So, haben wir gleich. Du bist jetzt hier auf meiner Homepage. Jetzt siehst du hier oben verschiedene Menüpunkte. Also das ist guitar-tv.de, so wie es hier steht. Aber vielleicht kann ich das auch noch, Augenblick. Naja, müsste so reichen. Dann gehst du hier auf Videos. Wenn das aufklappst, kommst du auf Übersicht. Und dann scrollst du hier runter und dann siehst du den Aufbau meiner Gitarrenschule. Das kostet nichts. Ja? Denn alle Sachen, die hier orange eingefärbt sind, alle Filme und auch PDFs, die dahinter liegen quasi, darauf kannst du kostenlos zugreifen. Ja? Und ich würde dir auch empfehlen, wirklich vom allerersten Film anzufangen, der Gitarrenshake. Weil ich denke, deine Gitarre wurde wahrscheinlich nie so gecheckt, wie ich das hier zeige. Und dann kannst du auch gerne immer in dem Fragekurs hier weitere Fragen stellen zu deiner Gitarre oder sonst wozu. Aber du kommst dann in ein System rein und dann kannst du vielleicht auch erkennen, ob der Kurs, den du besuchst, überhaupt einen Sinn macht. Denn was sich für mich andeutet, wenn du in einem Kurs bist und überhaupt in der Fragestunde dabei bist, dann heißt das ja, dass deine Fragen überhaupt gar nicht dort beantwortet werden. Ja? Und dann kannst du das natürlich gerne parallel machen, aber vielleicht machst du auch den Kurs auch noch parallel oder vielleicht sogar ein erster Schritt und machst den VHS-Kurs dann nebenbei sozusagen. Vielleicht fällt es dir dann auch viel leichter. Und hier siehst du, bei mir ist der erste Akkord D, der zweite Akkord A7. Dann kommt irgendwann der dritte Akkord G und dazwischen kommen verschiedene Lieder, die habe ich alle freigeschaltet, auch mit den ganzen Übungen. Und dann hast du ein System, weil es geht immer darum, dass du sinnvoll übst. Sinnvoll heißt, die Akkorde müssen zusammenhängen. Du musst aus den Akkorden, die du lernst, musst du Lieder spielen können. Und das ist bei denen, die du mir angegeben hast, nicht der Fall. Ja, mit G, E-Moll und E-Dur würde das nicht funktionieren. Ja, zu G, wenn du mit G anfängst ein Lied, da gehört immer C dazu und D. Und dann kommen die E-Moll würde noch passen, aber E-Dur auf jeden Fall nicht. Wenn das überhaupt so gemeint war. So. Jetzt kommen wir zur Tablatur, würde ich sagen. Und dann fange ich aber auch mit dem Erich an, der gefragt hatte oder gesagt hatte, er findet Noten, er hält von Noten mehr. Wenn du willst,
Erich, könntest du mir auch noch kurz schreiben, warum du von Noten mehr hältst? Dann kann ich da spezieller darauf antworten. Ansonsten zeige ich jetzt die Tabulatur und erkläre auch noch, warum ich die Tabulatur wichtig für wichtiger halte. So, ich gehe mal auf diese Einstellung jetzt. Dann seht ihr mich noch, aber auch diese Geschichte. Das ist eine Tabulatur, was man hier sieht. So, ihr seht hier, das Ganze sieht ja ähnlich aus wie ein Notensystem. Ist aber keins. Das Notensystem hat 5 Linien, wir haben 6 Linien. 6 Linien, diese sind einfach, jede Linie ist eine Saite auf der Gitarre. Und wenn ihr eure Gitarre so vor euch hinnehmt, ja, haltet und guckt auf die Gitarrenseiten jetzt selber drauf, dann ist das genau das Bild, was ihr auf der Tabulatur seht. Ihr habt nämlich hier unten die dicke Seite, da seht auch E davor, darüber A und so weiter. Ist also umgekehrt, als man vielleicht denken würde, macht aber Sinn und man gewöhnt sich ganz schnell daran. Und ihr könnt euch das immer so wieder wirklich im wahrsten Sinne des Wortes vor Augen halten. Wie es gemeint ist, hat man aber auch ganz schnell drauf. So, und was ihr dann braucht, sind nur noch, ihr müsst Zahlen lesen können. Da das jedes Kind ab dem ersten Schuljahr schon kann, ist das überhaupt kein Problem. Das bedeutet dann, wenn da eine 0 steht, so wie hier auf dieser Tabulatur, ist das die leere Seite, weil die Zahl gibt den Bund an. Ja? Und wenn da 0 ist, dann ist es ein Anschlag. Ja, die Zahl bedeutet anschlagen. Jetzt weiß man nicht, wie lang, da kommen wir später drauf. Dann steht aber noch eine 0, dann heißt das wieder anschlagen. Ja, und hier in dem Fall ist jetzt sogar die Bewegung des Plektrums, was ich mit dem Plektrum machen würde, dass man sagt, die erste 0 schlage ich ab. Und wenn die Pfeilspitze geht nach oben, dann heißt das, von in aus Richtung dicker Seite hier unten in Richtung dünne Seite. Und das heißt für euch einen Abschlag. Ja, das muss man einmal verstanden haben, damit man weiß, warum der Pfeil nach oben geht. Manche denken, das wäre umgekehrt. So, und danach geht es zurück. Ihr habt also die beiden Nullen, die angeschlagen werden. Einmal runter, einmal hoch. Dann kommt der nächste Takt, da stehen die Nullen auf der A-Seite. Also schlägt man die an. Dann auf der D-Seite, G-Seite, B-Seite. Ja, und dazu könnte man zum Beispiel ganz als Anfänger die Seitennamen selber laut sprechen. Dann lernt man gleichzeitig die Seiten. Und wenn man drauf guckt, lernt man automatisch auch überhaupt drauf zu gucken auf die richtigen Seiten. Und man verbindet den Blick auf die Seiten mit den Zahlen zu dem, was man spielt. Das ist eine super Übung, sollte man am Anfang wirklich machen, auch wenn man es eigentlich auswendig spielen könnte. Also 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. So. Bevor ich weiter auf deine Frage eingehe, warum ich das für... Warte mal, ich habe sie gelernt und kann sie besser lesen und schneller. Dazu vorab möchte ich dir auf jeden Fall sagen, Erich, ich habe auch mit Noten angefangen zu lernen, weil damals waren die Tabulatoren gar nicht so weit verbreitet wie heute. Es war ein echtes Nischenprodukt, kann man sagen. Ich habe klassische Gitarre gelernt am Anfang, habe für mich, für die Jungscher sagen wir mal, ich war Jungscherleiter mit 16 Jahren geworden, habe dann auch Gitarre mit Akkorden gelernt, aber gar nicht im Unterricht. Der Lehrer meinte nämlich auch, Noten sind wichtig und er hatte vielleicht aber auch nur diese klassischen Bücher mit Notenausgabe. Heute und auch kurz danach schon gab es auch Bücher, wo die gleichen Lieder ja, auch in Tabulatur geschrieben waren. Und gleich komme ich auch darauf, warum du im Endeffekt auch, wenn du Noten super kannst, schneller sein wirst und vor allen Dingen informativer von den Noten informiert bist, was du überhaupt spielen und greifen sollst. Ja? Und das wirst du gleich auch sofort einsehen. Aber ich mache jetzt im Konzept hier ganz kurz weiter.
Ja, und für mich war dann die Tablatur, als ich die Tablatur zum ersten Mal sah, war das eine Erleuchtung, obwohl ich ja Noten konnte. Ja, ich habe schon als Kind Blockflötennoten gelernt, hat mir auch geholfen. Und ich muss auch dazu sagen, ich möchte das Wissen um die Noten überhaupt nicht missen, weil es auch für mich wichtig ist als Lehrer, weil ich oft aus den Noten Tablaturen teilweise mache und weil es mir insgesamt einfach hilft, ein Lied zu erarbeiten. Und das könnte jeder auch für sich so sehen und dann macht es auch Sinn. Aber nehmen wir an, ihr wollt ein richtig schönes Gitarrenstück, ein instrumentales lernen, sozusagen, wo man nicht singt, wo gar keine Akkorde vielleicht drüber stehen. Dann ist die Tablatur zu 100% die bessere, die schnellere und informativere Lösung. Das ist einfach so. Kommen wir gleich zu. So. Hier gibt es noch bei mir in dem Buch diese Blätter, die ich hier einblende, die sind aus meinem Buch. Und die findet ihr alle in dem Download. Den mache ich jetzt auch noch mal kurz fertig. Wer das noch nicht hat, Augenblick. So, das ist der Fragestunde-Ordner. Könnt ihr euch runterladen, wenn ihr es nicht habt. Könnt ihr übrigens alle machen. Ich habe ein Blatt verbessert. Und zwar das, wo die 18.0, Blatt 18.0, zeige ich gleich noch. Dann sage ich euch auch gleich, was da verbessert wurde. So, diese Blätter habt ihr also in diesem Download-Ordner für Picking. Da müsste das drin sein. Hier sieht man zum Beispiel 7er stehen. Auch der Pfeil geht nach oben. Dann sieht 4 7er, also die Zahl 7, auf der dünnen E-Saite. Das bedeutet, ihr greift hier im siebten Bund. Ein runter, ein zurück, runter, zurück. Das heißt, ihr habt jetzt in einem Takt 4 Anschläge. Wer Noten kann, weiß, das sind 4 Viertel. Ist hier aber nicht definiert. Ja, weil ich am Anfang keinen überfordern will. Es geht jetzt erstmal um die Zahlen. Also 7, 4 mal, 8er Bund, 9er Bund, 10er Bund. So, jetzt der erste Hinweis an Erich. Du weißt, wenn du hier ein hohes B hast, vielleicht nennst du das auch H, dann hast du schon mehrere Hilfslinien, dass du überhaupt erkennen kannst, was ist. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die mit Zahlen natürlich viel, viel einfacher ist. Jeder hat hier meistens, also fast immer, sind Markierungen auf der Gitarre hier oben zu sehen. Dritter, fünfter, siebter, neunter Bund. Da hat man den siebten sofort. Oder wenn man ein bisschen schräg guckt, sieht man vielleicht, wenn die Gitarre hier auch noch Punkte drauf hat, sieht man die auch noch. Manche haben hier auch so eckige Plättchen oder Verzierungen, auf jeden Fall Markierungen. Ja. Je höher ihr kommt, 10., 11., 12. Bund, umso einfacher ist das mit Zahlen abzuarbeiten, als wenn ihr da 1000 Hilflinien erstmal entziffern müsst. So, dann sieht man das gleiche hier auch auf der B-Seite. Will ich jetzt nicht alles durchspielen, das ist die Kletterübung, die ich oft gemacht habe, die immer zum Warm-up dazugehört, damit man einfach einerseits Koordination lernt, linke, rechte Hand, was man greift, gleichzeitig auch die richtige Seite anschlägt und dass der Ton sauber ist, dass man sich angewöhnt, hier vor dem Bundstäbchen zu greifen und nicht irgendwie hier hinten am falschen Ende sozusagen. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich gehe mal auf die andere Kamera. Ja. Also man greift nicht hier, weil da ist der Ton auch mal ganz schnell weg. Man greift immer hier vor und das übt man schon mit dieser Übung. So, hat aber jetzt nichts direkt mit der Tablatur zu tun. Ich gehe jetzt wieder auf die Tablatur zurück. Ja, einfaches Beispiel, auch aus meinem Buch, ganz am Anfang schon. Wenn jemand den D-Griff bei mir erlernt, dann steht diese Tablatur drunter. Das ist auch noch eine Art Hilfstablatur, noch keine richtige in meinen Augen. Da seht ihr eine 0, das ist die leere D-Seite. Dann zweiter Bund, dritter Bund gegriffen, immer auf der jeweiligen Seite. So, und das ergibt den Griff D, wenn man sich das anguckt. Ja, zweiter Bund, dritter Bund, zweiter Bund. Ist genau hier markiert, weil die übereinander stehen, heißt das, die sollen gleichzeitig klingen. Ganz einfache Geschichte.
der Pfeil deutet darauf hin, dass das eben ein Abschlag ist. Dann seht ihr aber hier dreimal den Pfeil von unten nach oben. Das heißt, wir haben hier Einzelanschläge. Da werden im Grunde die gleichen Töne benutzt. Dann wird hier die unterste Seite angeschlagen. Danach erst einzeln den dritten Bund auf der B-Seite und den zweiten Bund. Hört sich dann so an. Das ist durchaus eine richtig schöne Begleitung. Und deshalb mache ich es ganz am Anfang. Erstmal, dass man merkt, wenn ich den D-Griff erlernt habe oder erlernen will, dann muss ich doch wissen, klingen überhaupt alle Saiten einzeln? Weil im Abschlag geht das oft mal unter. Ich mache es mal so. So, die untere ist jetzt nicht, die klingt nicht. Ja? Merke ich aber gar nicht, weil ich ja die anderen noch höre. Wenn ich das aber so spiele, dann merkt ihr, dass hier ein Plopp-Geräusch ist. Ich mache es natürlich jetzt extra, es passiert aber vielen Anfängern so. Deshalb muss ich fester drücken und dann kommt der Ton. So, und aus dieser Begleitung, sage ich mal, aus dieser Technik, ja, da könnt ihr wunderbar nachher auch Lieder mit begleiten. So. Dann kann man aber auch zum Beispiel solche Sachen hier zeigen, ja, dass man zum Beispiel eine Begleitung, das Wechselbassprinzip, ja, kann ich auch mit Hilfe der Tablatur zeigen. Ja, ich sehe jetzt zum Beispiel auch schon Striche daran. Das heißt, wie bei der Notation, das ist für dich jetzt wieder einfach, Erich, weil du das kennst, ein langer Strich heißt ganz einfach eine Viertelnote. Ja, das heißt jetzt, ich zähle jetzt extra nur bis 2 immer, weil das meiner Meinung nach einfacher ist. Ja. 1 und 2 und, also ihr seht hier die 0 auf der D-Seite und dann den Abschlag mit den drei Tönen gleichzeitig, dann die A-Seite, die 0 hier, also hier bin ich jetzt. Und das gleiche ist dann hier auch auf A-Dur, ein Ton und ein Dreiklang. Ja, wieder ein Ton und das Ganze nennt sich Wechselbass mit Fingern. Ja, so ist praktisch gemeint, 1 und 2 und 1 und 2 und 1 und 2. Und unten die Übung würde dann gehen, ich spiele mal langsamer, dann könnt ihr vielleicht versuchen mitzuspielen. 1 und 2 und A-Dur, E-Moll, ja, ihr müsst solche Sachen, wenn ihr die erlernen wollt, immer Takt für Takt lernen. Ihr nehmt erst den ersten Takt, bis ihr den könnt, dann den zweiten und dann nachher setzt ihr die zusammen. Ihr spielt so langsam, dass ihr keine Kunstpausen einlegen müsst. Ja. Jetzt, wo ich gerade hier auch sehe, dass ich habe hier eine neue Einblendung, ja, die sehe ich jetzt selber gerade auch. Deshalb, ich sage es auch nochmal hier, ab sofort kann jeder, der noch nie mitgemacht hat, an den Kursen eine Probestunde anfordern. Ja, ich mache das aus dem Grunde, weil ich das auch, ich frage mich im Nachhinein, warum ich das nicht von Anfang an so gemacht habe, weil ich hier vor Ort das genauso mache. Wer hier Gitarrenunterricht nimmt in Hagen bei mir in der Schule, kann einfach eine Probestunde machen. So, das mache ich jetzt auch hier, könnt ihr dann einfach anfordern unter meiner Webadresse hier, E-Mail-Adresse. Und dann schicke ich euch den Link dazu und dann könnt ihr mitmachen und wenn das was für euch ist, dann werdet ihr wahrscheinlich auch gerne dafür bezahlen. Ja, das soll im Grunde den Unterricht ersetzen für jemanden, der entweder einen Lehrer hat, der nicht zu ihm passt oder aber vielleicht auch überhaupt keine Möglichkeit hat. Gibt es ja auch, je nachdem wo man wohnt, dass man überhaupt keine Möglichkeit hat, einen Gitarrenlehrer aufzusuchen oder einen Kurs überhaupt zu besuchen. So, das dazu, jetzt geht es weiter. Ja, das gleiche geht mit Zupfen auch. Jetzt seht ihr das schon hier mit dem Balken versehen. Und das ist das, was vielleicht hast du, Erich,
noch nie eine gute Tablatur gesehen, sondern nur, es gibt ja auch viele Leute, die machen oft Tablaturen unter Noten und lassen dann die Balkierung und die Notenwerte an sich, die Punktierungen und die Fähnchen, lassen die einfach weg. Dann sind da nur die Zahlen 0, 2, 0, 3. Das mache ich nur, wenn es irgendwo einen Sinn macht. Das macht aber keinen Sinn, wenn ich zum Beispiel ein ganzes Lied habe. Ja, und auch nicht, wenn ich die Noten da drüber habe, macht es auch keinen Sinn. Weil, da müsste ich ja immer hin und her gucken. Dann spiele ich lieber nach Noten. Ja? Also, wenn du eine gute Tablatur hast, hast du die Notenwerte. Das heißt, dir fehlt eigentlich gar nichts. Jetzt gucke ich aber eben mal, vielleicht hat auch irgendeiner was geschrieben. So, ich war jetzt bei Erich hier, schneller. So, ja, du kannst immer deine eigenen Noten schreiben, wenn du so schreiben kannst. Vielleicht, wenn man ein Lied komponiert oder ähnliches. Aber Takt und Rhythmus. Aber ich will ja auch wissen, welche Note es ist. Du meinst Note oder welcher Ton? Ja, das ist ja nochmal ein Unterschied dann. Stimmt, das kann die Tabulatur nicht. So, geh doch mal auf Gitarrenunterricht mit Christian Konrad. Ja, Christian Konrad kenne ich von, habe ich auch schon viele Filme gesehen, den halte ich auch für sehr gut. Ich weiß nicht genau, was er zu dem Thema sagt. Da müsstest du jeden Ton von jeder Seite im Griff mit kennen und schnell greifen können. Wenn du das beherrschst, Hochachtung. So ist es. So. Also, erstmal, wenn ich sowas spiele, ja, das ist jetzt zwar einfach, weil das der zweite Bund ist, nach einer Weile, wenn ihr das so lernt, wie ich das vorschlage, könnt ihr die einfach, wenn ihr wissen wollt, wie der Ton heißt, ja, dann weiß man, das ist ein A, das ist ein D. Aber, ehrlich gesagt, ich würde mir am Anfang überhaupt keine Gedanken machen und ich mache mir auch keine Gedanken jetzt, wenn ich ein neues Stück lerne, wie der Ton heißt. Ich will das Lied doch spielen, ich will doch nicht wissen, wie der Ton heißt. Da kann ich mir Gedanken mal drum machen, wenn es irgendwelche Probleme gibt und ich irgendwas anders machen will. Dann mache ich mir Gedanken, wie der Ton heißt. Aber wenn ich ein Lied erlernen will, ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass es bei Noten so macht. Ich glaube, also zumindest ist es so, wenn ich Noten nach Noten spiele, dann gucke ich, wo der Notenkopf ist, dann weiß ich, wie die Note zu heißt, aber das denke ich mir nicht gleichzeitig. Ja? Aber das kann ja auch jeder machen, wie er will, das ist egal. Aber das ist definitiv hier für einen Anfänger erstmal viel einfacher. 0, 2, 0, 3. Daumen steht da drunter, D, Zeigefinger Z und nochmal Daumen, Mittelfinger. Daumen, Zeige, Daumen, Mittel. Auf A. Ja, ihr braucht da nicht wissen, wie die hier heißen, ihr spielt das einfach. Und der Balken sagt euch, weil die alle gleich sind, sieht man auf jeden Fall, es ist gleich, keiner ist länger. Ja, das ist ja am Anfang auch wichtig, ist überhaupt immer wichtig zu wissen, wie lang die Töne sind. Aber man sieht, die sind alle gleich. Ja. So, dann ist hier eine Wechselübung drauf. Und ich glaube, das war auch schon, genau, das war das Blatt, was hier neu drin liegt. Auf dem alten Blatt war das hier verschoben. Aus irgendwelchen technischen Gründen hatten sich hier E-Moll und G verschoben in die falsche Richtung. Das habe ich jetzt erneuert. So, ich gucke mal weiter. Hier zum Beispiel, das ist jetzt ein Lied, wo man dann, womit man fast einsteigen kann, ja, wenn man die ersten Sachen gemacht hat. Das ist ein, Moment, ich guck's mal an, das ist Fingerpicking Band 1. Müsste dieses hier sein. Ist das Band 1? Das Band 2 ist aber auch egal, es gibt Band 1, ist ein braunes. Ja, und dann seht ihr immer, ich zeige es nochmal hier live auch. Das Besondere an dem Buch ist, ihr habt immer einmal leicht steht da dran und das gleiche Lied nochmal mittelschwer. Und ihr seht auch, wenn ihr auf die Noten jetzt guckt, oder beziehungsweise auf die Tablatur, dann seht ihr ganz deutlich erstmal, hier ist etwas mehr gefüllt, da sind eben viele Fülltöne dazwischen. Das gleiche hier ist ein bisschen leerer.
Und da seht ihr auch anhand der Einteilung der Viertelnoten zum Beispiel, dass das anders ist. Hier habt ihr Viertelnote, Achtelnoten gemischt. Hier ist es anders, weil es eben der Einstich ist. Ja. Und an diesem Lied hier, was ich euch eingeblendet habe, das ist oft aus dem ersten Buch. Die Bücher sind nicht schwerer oder leichter, Band 1 oder 2. Man kann im Grunde, wenn man sich das aussuchen will, nach den Liedern gehen, ob die einem da besser gefallen oder das andere eher. So, jetzt seht ihr mich auf jeden Fall. Ja. Wir gucken uns meinen ersten Takt an. Ihr seht erstmal, alle drei Noten sind gleich lang. Das ist die 0 auf der G-Seite, dann der erste Bund hier auf der B-Seite und der dritte Bund. Und die spielt man hintereinander. Ja, das war der Auftakt. Das Auftakt, der ganze Takt ist ja eben Dreivierteltakt. Dann seht ihr aber eine 3. Das ist hier der Basston und die leere Seite wird gleichzeitig angeschlagen. Ja? Und das zusammen klingt dann so. Die klingt dann entsprechend länger. Ja? Hier an dem Punkt seht ihr, das ist eine punktierte Note. Wird um den halben Wert verlängert und dann geht es hier weiter mit 1 und 2, dann liegt hier der erste Bund, wird gedrückt und hier auf der D-Seite der zweite Bund, das kommt dann danach, dann hört sich das so an. Dann geht es weiter. Zweiten Bund und hier mit dem kleinen Finger dritter Bund. Leer, hang, hang your head over. Hear the wind blow. Ja, auch wenn man vielleicht weiß, es ist ein C-Dur, macht man vielleicht dann schon automatisch den drauf, der wird aber nicht gespielt. Man braucht eigentlich nur immer die Finger drücken, die man auch anspielt, die Töne. Ja. Jetzt eine ganz andere Sache noch, um nochmal auf dich zurückzukommen, Erich. Das kommt bei dem Lied jetzt nicht ganz raus, weil, nehmen wir mal an, ich gehe mal auf groß, die ist das besser. Nehmen wir an, du siehst in der Notation, also richtig mit Noten, siehst du den hohen Ton E. So, ist die E-Seite. Ja, im Lied, wenn du das siehst, geht es aber darum auch, was vor oder nachher an Noten kommt, damit du weißt vielleicht, wo du das spielst. Denn hier gibt es den gleichen Ton nochmal. Ja, und das kann durchaus sein, dass das Sinn macht, dieses E zu spielen und nicht die Leerseite, obwohl die gleich klingen. Und die Note, die sagt dir das nicht, weil die ist ja auch gar nicht für die Gitarre nur gemacht, die ist für alle Instrumente. Ein Flötenspieler zum Beispiel interessiert das nicht. Der hat ein E, sieht das E und spielt das E. Ja? Und du hast aber immer die Frage offen, welches E muss ich denn spielen? So, und das ist der Riesenunterschied. Ja? Einerseits mit den Hilfslinien die Geschichte ist viel, viel besser und die Tabulatur sagt dich sofort, weil dann zum Beispiel hier auf der, hier würde dann statt der 3 eine 5 stehen. Ja, und hier siehst du, ist ja auch eine 0 steht da. Normalerweise wäre da einfach ein E. Ja, und dann bist du am Überlegen, wo greife ich das? Ja, und das ist der große Unterschied und ich denke, was gut sein kann, dass man sich als Notenspieler, ja, sagen wir so, ich habe diesen Einwand ja schon oft gehört. Und der kommt natürlich immer nur ausschließlich von Leuten, die Noten können. Ja, und zwar meistens sogar recht gut können. Und bei denen ist das einfach so im Kopf, dass die Note einen höheren Stellenwert hat. Es ist totaler Unfug. Ja, das ist Quatsch, weil wir haben eine Gitarre vor uns. Ja.
Das ist das Gleiche, das gilt ja für alle Saiteninstrumente, bis auf eine Geige, ja, weil die eben keine Bünde hat. Also alle Instrumente, die einen Bund haben, hier Bundstäbchen, die helfen sich und helfen sich nur, die spielen einfach viel leichter und lernen schneller, wenn sie sich mit der Note gar nicht befassen. Das heißt ja trotzdem nicht, dass man die nicht lernen soll. Ja, ich bin überhaupt nicht gegen Noten, ich bin nur dagegen. Erstens bin ich dagegen, wenn einer anfängt, Gitarre zu spielen und glaubt, er müsste sofort die Noten lernen, da kann ich jetzt schon sagen, zum größten Teil aus meiner Erfahrung heraus, hören die Leute einfach aus, weil es keinen Spaß macht. Ja? Die Note zu lernen macht keinen Spaß, die macht erst dann Spaß, wenn man einen echten Sinn darin sieht. Ja, und dann lernt man das auch viel schneller. Und bei dir ist es vielleicht umgekehrt. Du siehst den Sinn nicht in Tabulatur spielen. Also denkst du, spiele ich doch lieber nach Noten. Weil viele Sachen in der klassischen Abteilung zumindest, die gibt es nach Noten. Aber wenn du ein bisschen weiter guckst, dann wirst du viele Sachen auch im modernen Fingerpicking weniger finden. Oft gibt es sie mit Noten und Tabulaturen. Mit dem Riesenunterschied und dem Riesennachteil, dass du keine echte Tabulatur hast, sondern eine Hilfstabulatur. Da fehlen dir einfach die Striche dran, der Notenwert. Und das ist für mich überhaupt gar keine richtige Tabulatur. Und das meine ich auch nicht, wenn ich sage, die Tabulatur ist für den Gitarristen besser als eine Notation. Damit meine ich immer ausschließlich echte Tabulaturen, die alles beinhalten, also Punktierung, Achtel, Viertel, was es alles gibt, alles, was es bei der Note gibt. Und darüber hinaus noch Kennzeichnung, zum Beispiel, ob ein Ton gezogen wird oder nach unten gezogen wird oder ob dann Hammering drauf ist oder ein Slide. Ja, das sind alles Sachen, wo es schöne Zeichen gibt in der Tabulatur, wo man sich orientieren kann. Weil eine Gitarre ist eben keine Flöte und auch kein Klavier, die kann teilweise mehr. Ja? Auf einem Klavier kannst du keinen Ton ziehen. Und auf einer Flöte kann man das, wenn man richtig gut spielen kann. Ja? Oder auch auf einer Mundharmonika. Aber so ist eben jedes Instrument unterschiedlich. Und wir können froh sein, als Gitarristen, dass es eine Tabulatur gibt. Ja? Ich gucke nochmal, was ihr geschrieben habt. So. Ja, du hattest wahrscheinlich vorher auch schlichte Tabulaturen gesehen, wie ich das so sehe. Lernt man Akkorde immer mit Liedern? Du kannst Akkorde auch lernen, einfach so. Ja? Und am Anfang, bevor man ein Lied spielt, würde ich eigentlich sagen, musst du immer die Akkorde erst so lernen. Es macht für mich keinen Sinn, weil das bringt dich ja eher durcheinander. Weil du brauchst erst die Technik des Greifens, um ein Lied zu spielen. Du könntest das rein theoretisch zwar machen, dass du sofort auf einen anderen versuchst zu wechseln. Also wird auch immer beim Versuch bleiben. Und der Lernvorgang, der wird viel langsamer sein, als wenn du dich loslöst von dem Lied und nur die Akkorde machst. Bei mir sind am Anfang diese beiden Akkorde angesagt. D ist der erste. Da kannst du Bruder Jakob in allen Variationen spielen, viel mehr aber auch nicht. Ja, es gibt noch ein paar andere Lieder, aber es ist uninteressant, mit einem Akkord zu spielen. Man will ja vernünftige Lieder lernen, die auch 2, 3, 4, 5, 6 Akkorde können. Ja. Aber du hast ganz am oben noch gefragt, gibt es so viele Akkorde, wie soll man die alle lernen? Dazu noch eine Aussage von mir aus meiner eigenen Anfängererfahrung. Ja. Eins der ersten Bücher, die ich hatte, war die Mundorgel. Ich habe da diese ganzen Fahrtenlieder mit den Jungs gespielt und gesungen. Gut, wie ich das damals konnte. Es muss sich übel angehört haben, aber ist egal. Dann viel mehr, als ich weiter lernen wollte, da kam mir irgendwie so in der Bücherei, glaube ich, habe ich das Buch gesehen. So ein ganz kleines Heftchen, ganz dünn, ganz kleine Griffe da drin. Das hieß 3000 Griffe für die Gitarre. Ja, ich dachte, was ist das denn? Ja. 3000 Griffe, wie soll ich denn alle lernen? Ja, hätte das Buch geheißen, 3 Griffe für die Gitarre, wäre alles okay gewesen. Ja. Die hätte ich auch schon gekonnt. Ja. Aber es geht nicht darum, 3000 Griffe zu lernen. Ich wüsste erstmal gar nicht, zum Beispiel, wie viele Griffe kann ich. Ja. Es ist auch sowas von uninteressant, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ja. Es ist am Anfang wichtig. Und deshalb habe ich, glaube ich, auch ein... Ich gucke mal eben, ob ich das hier... drin, Theorie, so ein Übersichtsplan, vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich glaube, in Theorie müsste das sein. Die Übersicht, welche Akkorde. Da ist es doch. Blende ich jetzt mal ganz kurz ein. So. Augenblick. Ja, sieht man jetzt ungefähr, ist jetzt nicht ganz drauf, aber man sieht das ungefähr. Ist drin bei euch im Download-Ordner dieses Blatt für Anfänger auf jeden Fall wesentlich. Da siehst du DA7G, damit kannst du fast alle Lieder schon begleiten. Wenn du E-Moll kannst, noch besser, dann hast du einen Moll-Akkord. Ja? Und die lernst du erstmal und spielst, bis du die richtig gut kannst. Ja? Zumindest wenn du autodidaktisch übst. Bei mir im Anfängerkurs habe ich gerade gesagt, gehe ich noch ein bisschen anders vor. Aber es ist wichtig, sich da nicht zu verhaspeln. Danach kommt das größere G. Hier ist ja nur ein, hier ist nur ein Finger mit dem G gegriffen. Hier hast du das große G, sagen wir mal. Ich nenne es einfach mal so. Ist eigentlich das normale G, weil dann kann man auch Basstöne mit anspielen. Dann gibt es hier ein A-Dur statt A7 als Erweiterung sozusagen. Und dann gibt es E-Moll, auch alles leichte Griffe. Dann gibt es E-Dur, weil er einfach grifftechnisch einfach zu spielen ist. Außerdem hat man dann die Möglichkeit, wenn man jetzt quer guckt, dann hat man die Tonart A auch schon fast im Griff. Da hat man A, D und E im Zusammenhang. Ja? Hört sich das so an? Die passen zusammen. Ja? Dann A-Moll, auch wieder ein leichter Griff, ähnlich wie E-Dur, nur nach oben verlagert, ähnlich wie E-Moll. Nur nach unten plus Zeigefinger. Das ist alles ein Zusammenhang. Wenn du nach in dieser Reihenfolge lernst, das macht man mit meiner Schule automatisch, weil ich so vorgegangen bin, dann kommt irgendwann C dazu, dann kommt D7 dazu als Erweiterung zum D-Griff, dann kommt B7 dazu, um auch in der Tonart E spielen zu können. Da hat man E, A kann man schon und B7, ja, hat man den dritten Hauptakkord. Und dann kommt irgendwann F, der ist für die meisten ein bisschen schwieriger, weil man hier in den meisten Fällen so greift. Ja, und das ist ein kleiner Barré, weil man zwei Saiten hat mit einem Finger. Kann man aber auch so greifen, habe ich auch schon oft hier gezeigt. Dann ist es ein bisschen leichter, dann darf man die dünne Saite eben noch nicht anschlagen oder muss die stumm schalten. Dann kommt noch D-Moll. Dann C Major 7 ist eine Ausnahme von den Major-Griffen, der kommt einfach oft vor, habe ich noch mit reingesetzt, weil er auch in einem Lied vorkommt in der Schule. Ja? Und dann vielleicht noch ein G7, dann hat man im Grunde die wichtigsten Grundakkorde. Ja? Und dann, wenn ihr die alle könnt, dann könnt ihr meiner Meinung nach mit Barré anfangen, wenn ihr autodidaktisch lernt. Wie gesagt, ich mache die Barré-Sachen auch schon im Anfängerkurs, aber so nebenbei, dass uns das gar nicht interessiert, wenn die nicht wirklich klingen. Ja? Das ist einfach nur eine Vorbereitung für später, damit das dann leichter fällt. So, gucke ich nochmal eben. Erich, und dann... Dazu müsstest du aber jeden Ton von jeder Seite auf dem Griffbrett kennen und schnell greifen können. Achso, das hatten wir ja schon gerade. Ich hatte gescrollt, deshalb habe ich das gar nicht gesehen. So. Bei der anderen sieht es besser aus. So, hier war ich jetzt. Kurt, ich glaube, das ist neu. Herzlich willkommen. Wenn du Fragen hast, bring dich hier ein, dafür ist das Ganze. Normal ist sagt, wenn ich das Lied Down the Valley habe, ich Probleme, welche Finger ich mit der rechten Hand nehmen soll. Habe das System noch nicht im Kopf. Gut, ich denke mal, ich zeichne mal das Grundsystem. Beim normalen Fingerpicking ist es einfach so, ihr habt einmal hier die Zuordnung, drei Finger, G-Seite, B, Mittelfinger, Ringfinger hier, der kleine Finger macht im Normalfall nichts. Die Bassseiten, 3 an der Zahl, macht im Normalfall der Daumen. Davon kannst du ausgehen, dass das fast immer so ist. Manchmal macht man Ausnahmen, weil es dann einfach logischer ist. Ja, dann könnte es sein, dass man nach unten geht mit den beiden Fingern,
dann mit Zeige, Mittelfinger die spielt. Das kann durchaus sein, wenn zum Beispiel eine längere Passage ist, könnte das so sein. Aber müsstest du gucken. Down in the Valley, das habe ich ja jetzt gerade aufgehabt, hier das Lied, man sieht das jetzt. Für die rechte Hand steht das nicht dabei, hier stehen diese Fingerbezeichnungen, sind ja für die linke Hand, für die Greifhand. Ja, aber das ist auch so, nehmen wir mal an, ich gehe jetzt mal einfach hier auf diese Passage, gehe ich jetzt mal. Landet hier. Ja, da ist das so, dass ich durchaus dann hier im Wechsel spiele. Ja. Dieses Wechsel, das wird ja durchaus auch in der klassischen Gitarre schon am Anfang geübt, dass man das kann auch mit Anschlag auf die nächste Seite. Spiele ich kaum noch. Das gab es früher, aber ich spiele es aus der Luft heraus. Und die meisten Fingerpicker, die spielen eigentlich nicht so klassisch, dass man den Finger durchdrückt. Ja. Ja, das ist also nicht in Stein gemeißelt, was relativ in Stein gemeißelt ist bei dem Lied. Das sind die Basstöne. Ja, dass du die wirklich mit dem Daumen spielst hier. Das kann ich dir so sagen. Und dann würde ich an deiner Stelle hier oben, ehrlich gesagt, freispielen mit der rechten Hand. Ob du den Zeige-, Mittelfinger-, Ringfinger nimmst. Hier ist ja jetzt auch noch kein Zweiklang drin, wo du zwei Töne hättest. Ja. Aber du kannst dich erstmal orientieren, wirklich nach dieser Zuordnung. So, Mirko, meine Erfahrung, wenn ich Bass spiele, sind Tabs am besten. Gitarre reichen mir die Akkorde, bei E-Gitarre mischt sich beides manchmal wegen Solos. Ja, das kann durchaus sein, Mirko, aber wenn du zum Beispiel ein richtiges Fingerpicking-Stück lernen willst, dann brauchst du ja alles, dann reicht denn die Akkorde überhaupt nicht, weil du ja dann wirklich komplette, komplettes System spielen musst. Die Melodie spielen, Fülltöne spielen, den Bass spielen und dafür brauchst du einfach die Tablatur oder du bist ein Genie, ja, und ich will jetzt nicht euch irgendwas absprechen. Ich bin schon mal gar kein Genie, ja. Aber auch jeder normale, talentierte Spieler braucht für so eine Geschichte Tablaturen. Es gibt wirklich ganz, ganz wenige Menschen, die aber auch schon Routine im Spiel haben. Am Anfang hat das mit Sicherheit keiner. Die können uns später irgendwas so nachspielen. Ja, die hören das und die hören den komplexen Klang, alles, was wir nebenbei nur mitkriegen, hören die, können sich das merken. Das ist so für mich sowas wie Autisten. Ja, kennt ihr ja so Autisten. Gibt es ja auch im Klavier auch Leute, die wirklich noch nicht mal Klavier gelernt haben, die hören sich was an und spielen das auf dem Klavier. Das sind aber solche Ausnahmen, braucht man eigentlich gar nicht drüber diskutieren. Ja. Ansonsten, Mirko, würde ich dir vorschlagen, hör dir Sachen von Tommy Emanuel an oder von Uli Bögershausen, Werner Lämmerhirt. Das sind so meine Lieblingsfingerpicker. Es gibt darüber hinaus tausend andere, die auch richtig gut sind. Kannst du gerne versuchen, wenn du das mit Akkorden schaffst, dann bist du gut. Was ich jetzt so mache, wie du das gesagt hast, dass ich dann auch nur Akkorde brauche zum Zupfen, ist, wenn ich eine Begleitung mache, ja, dann improvisiere ich oft und da will ich selber auch nie eine Tablatur für aufschreiben, weil ich da improvisiere im Grunde auf den Akkorden, ja, im Lied. Und das ist jedes Mal auch anders und das interessiert mich auch gar nicht, dass es anders ist. Das ist so, wie es ist. Mir gefällt es dann so. Wenn es mir nicht gefällt, spiele ich es dann auch anders. So. Christine, B7 am schwersten zu greifen. Ja, das ist manchmal so bestimmte Griffe. Ich gehe mal hier auf die große Kamera. Ja, bestimmte Griffe fallen einem am Anfang oft schwer. Manchmal vielleicht auch später noch, aber denkt immer daran. Es gibt die Klopfübung, ja. Die Klopfübung am Anfang auf den gleichen Akkord mit drauf gucken. Guckt mit den Augen auf die einzelnen Finger, wo ihr greift, dass ihr vor dem Bundstäbchen greift. Und dann macht ihr die im Verbund mit Akkorden, die damit zusammenhängen. Ja? Zum Beispiel mit E-Dur. Weil da besteht ja auch die Gefahr, dass der Finger zum Beispiel irgendwie sich vertut, weil er nah nebeneinander liegt, wo er greifen muss. Ja? Klopfübung
auf beiden Griffen. Ja. Zu B7 würde auch noch A gehören. Ja. Dass man das einfach macht. Das kann man ja, habe ich schon oft gesagt, nebenbei auch beim Fernsehgucken machen. Wenn man automatisch spielen will und man spielt dann so ohne Anschlag, auch weil es dann leiser ist, die anderen nicht nervt. Ja, diese Übung solltet ihr nie vergessen, wenn es um Akkorde lernen geht. So, der Lothar muss weg, dann bis Samstag, Lothar. Wir können nochmal den einen Unterschied zeigen und all seinen Berichtungen. Ja, wer ist schon ein Genie? Ja, ich denke, wer ein Genie ist, ist wahrscheinlich auch gar nicht hier. So, jetzt habe ich aber noch hier was. Moment. Ich hatte gestern im Liederabend hatte ich ein Lied auch gebracht. Das passt hier jetzt super rein, das zeige ich euch eben. Weil es da auch um Tabulatur geht, ganz einfach. Ja, da seht ihr schon, das ist von früher von den Mindbenders bekannt, das Lied. Und von Phil Collins wurde es dann später nochmal richtig bekannt auch. Da auch ein Riesenhit von ihm. Und es ist eine Melodie, da hat keiner die Rechte drauf. Das ist nämlich eine klassische Melodie. Ja, ich weiß jetzt nicht, von wem das von Verdi war oder irgendwie ein klassischer Komponist hat diese Melodie gemacht und daraus macht man kurzerhand einen Hit. So. Jetzt seht ihr schon hier 0, 2, 0, 1, 3. Dann seht ihr hier angedeutet, kurzer Strich, das soll heißen eine halbe Note. Ja, das sind Viertelnoten, halbe Noten. Ja, ein G ist das, wenn man das begleitet. Man könnte theoretisch diese Sache spielen. Einer spielt Schlaggitarre oder Zupfgitarre mit den Akkorden und ein anderer spielt hier die Töne. Ja, beziehungsweise die Melodie. Hört sich jetzt so an. Ich spiele es mal ganz langsam, könnt ihr auch mitmachen. 0, 2, 0, 1, 3, 3, 1, 0, 2, 0, 4, 4, 0, 4, 2, 4, 0. Ja, das ist die Melodie. A-Moll 7 zeige ich euch noch. Wir spielen jetzt gleich das Lied. A-Moll geht so. Kennt ihr alle, denke ich mir mal. Ringfinger hoch, dann habt ihr A-Moll 7. Es gibt noch ein A-Moll 7, könnte man auch so spielen. Müsst ihr selber entscheiden, wie ihr das schöner findet. Oder man könnte auch A-Moll machen und den zusätzlich drauf, auch A-Moll 7. Ich finde diesen schöner, den Klang, deshalb mache ich den. Ja, E-Moll 7 ist ähnlich. E-Moll ist so, E-Moll 7 ist ohne den Finger. Dann kommt der Ton D ins Spiel, ins Gehör und dadurch hat man E7. Ja, kann man auch wiederum anders greifen mit E-Moll so und dann den kleinen Finger hier auf den Ton D. Ansonsten schönes, einfaches Lied. So, fangen wir an mit der Melodie und dann fangen wir an mit der Begleitung. Zu sehen.
nicht umsonst habe ich dieses Lied gestern noch im Kurs Capo vierten Bund gespielt. Ist wesentlich einfacher, hatte ich aber gerade einfach vergessen. So. Jetzt gucke ich mal eben, was ihr noch geschrieben habt. Ich muss beim Zupfen immer ewig gucken, auf welcher Seite ich meine Finger liegen habe. Und wenn links endlich richtig liegt, schlägt rechts garantiert die falsche Hand. Ja. Das ist am Anfang, denke ich, normal. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange du spielst. Aber das ist eine Sache, die muss man einfach aufbauen. Ja, da geht es um Zeit, wie lange man spielt. Das ist einfach Routine. Das kommt nachher, fragt man sich, was war da so schwer dran? Man kann das, diese Übungsphase auch leider nicht überschlagen. Ich glaube, sonst wird jeder Gitarre spielen oder ein anderes Instrument, wenn alles relativ schnell gehen würde. Das ist ja das, was man im Grunde letztendlich auch lernt. Jeder für sich auf seine Art und Weise, nämlich Geduld mit sich selbst zu haben. Ja. Sachen, die auch bei anderen leicht erscheinen, klappen bei einem am Anfang überhaupt nicht. Ja, aber so ist es ja im Grunde nicht nur beim Musikmachen oder Gitarre spielen, es ist eigentlich bei allen Sachen so. Ja, beim Autofahren überlegt ihr wahrscheinlich auch nicht mehr, ich bremse jetzt, ich gebe jetzt Gas oder jetzt lenke ich. Man macht das. Ich habe mir schon oft überlegt, wie bin ich eigentlich hier von A nach B gekommen? Ich habe das gar nicht bewusst erlebt. Ja, man fährt komplett automatisch im Straßenverkehr, obwohl man da ja eigentlich auch bewusst fahren sollte. Ja. Aber trotzdem denke ich, diese ganzen Sachen, die man da zwischendurch macht, das macht man auch automatisch. Auch die Wahrnehmung von Schildern oder Ampeln und ähnlichen Sachen. So. Könntest du bitte nicht vergessen, Paintback. Ne, ich habe das Blatt habe ich noch. Ich muss da die Tabulatur nochmal neu schreiben, weil die gefällt mir nicht so, wie ich sie auf meinem alten Blatt habe. Habe ich aber nicht vergessen. Kann ich dir mal zeigen, das Blatt liegt hier. So. Tschüss, danke für die Stunde. Ja, ich würde es auch sagen, dann hören wir für heute auf. Und wünsche ich euch noch einen schönen Donnerstag. Und ich hoffe, dass ich viele am Samstag auch sehe. Wie gesagt, schreibt mir eine E-Mail. Ich mache ja gleich die Ausbildung, meine E-Mail-Adresse noch dran. Wenn ihr Probestunde mitmachen wollt, für den Liederabend oder für den Anfängerkurs. Dann kriegt ihr Infos erstmal darüber und auch dann den Link für die nächste Woche, für die nächste Stunde. Der Anfängerkurs ist immer Montagabend um 19 Uhr und am Mittwoch um 19.15 Uhr ist immer der Liederabend. Ja, da spiele ich immer 6 verschiedene Lieder. So, das war's. Macht's gut. Ciao.